Zuschauer, es ist so kalt draußen. Es ist wahnsinnig kalt. Wir haben uns die beheizbaren Söckchen angezogen, die beheizbaren Handschüchen und haben auch schon die dicke Daunenjacke an. Denn Sie wissen, der antarktische Winter, der ist da. Lange haben wir von ihm gesprochen. Jetzt ist er da, das sieht man am Auto, aber auch natürlich an unserer Kleidung. Und damit Sie Ihr Auto auch wind- und wetterfest machen und damit Sie gut durch den Winter kommen und sich morgens nicht ärgern, haben wir ganz tolle Produkte für Sie. Ganz genau, denn wir sind nicht die Einzigen, die unter der Kälte zu leiden haben. Unsere Tiere leiden drunter, deswegen trägt das ein oder andere Hündchen auch schon mal ein Injektchen drüber, aber auch die Autos leiden entsprechend. Und der Winter ist wunderschön, aber er hat eben nur mal so seine Tücken, aber wenn man darauf vorbereitet ist, ist das alles überhaupt kein Thema. Wir werden uns über zugefrorene Scheiben unterhalten. Wir werden uns über Überbrückungskabel unterhalten, falls meine Batterie leer gelaufen ist. Wir werden uns aber jetzt auch unterhalten über ein Thema. Was mache ich, wenn ich jetzt morgens zum Auto komme? Es war ein bisschen durchwachsen von den Temperaturen her. Flüssigkeiten sind auch hier in die Schlösser reingelaufen. Und ich kann noch nicht mal mehr den Schlüssel reinpacken. So sieht es aus. So sieht es absolut aus, lieber Carsten. Wir beginnen natürlich erstmal mit der Frage, wie komme ich überhaupt ins Auto, wenn es alles zugefroren ist und viel zu kalt ist. Und deshalb ist das erste Produkt ein brandneues. Ein Autoschlossenteiser, liebe Zuschauer. Ja, schau mal hier, ich habe zwei Stück davon. Ja. Einen sollten Sie immer dabei haben. Und das Schöne ist, liebe Zuschauer, Sie können den jederzeit ganz einfach entweder mal am Schlüsselbund befestigen oder natürlich auch ganz einfach mal eben kurz in der Jackentasche lassen. Das hier, das ist das eigentliche Geheimnis. Noch kann ich ihn anfassen, ja, noch ist er nicht heiß. Wenn ich ihn heiß machen möchte, um ein Türschloss zu enteisen, ohne Chemie, dann mache ich den ganz einfach an. So, jetzt müsste man ein paar Sekunden warten. 21, 22, 23, das reicht auch schon aus. Und das Schöne ist, damit ich auch sehe, wo ich ihn einsetze, habe ich da also auch noch ein praktisches Licht mit dabei, eine kleine LED-Beleuchtung, leuchtet Ihnen da also den Weg. Jetzt ist der Heizdraht quasi in Form eines Schlüssels sehr, sehr praktisch und sehr komfortabel aufgeheizt. Und jetzt geht es an das eigentliche Schloss dran. Denn wenn jetzt hier irgendwas vereist ist, komme ich mit dem Schlüssel nicht rein. Dann mache ich mehr kaputt oder verbiege mir den Schlüssel als alles andere. Jetzt kann ich hingehen und kann einfach sagen, pass auf, zack, kurz ins Schloss rein. Eben schauen. Auch gerne mal ein bisschen rauf und runter. Vorsichtig bitte, damit Sie da innen nichts kaputt machen. Und fertig ist die ganze Geschichte. Kurz Moment warten. Jetzt ist natürlich dieser kleine Stift da drinne so heiß geworden, dass jegliches Eis, jegliche Vereisung da drin komplett wieder auftaut. Das gibt sich natürlich hier an das Material weiter, die Hitze. Und jetzt kann ich ganz einfach da mit dem Schlüssel wieder rein und kann die Tür öffnen. Ja. Jawohl, es hat funktioniert. Klappt. Damit bin ich glücklich. Und das Schöne ist, so schnell wie er aufgeheizt ist, so schnell kühlt er sich natürlich auch wieder ab. Das heißt, du musst den jetzt nicht eine halbe Stunde irgendwo liegen lassen, damit der runterkühlt. Innerhalb von ein paar Sekunden kann man den wieder reinpacken und dann wieder ab in die Tasche. Aber dann ist das Auto auf und dann können Sie auch locker losfahren. Vorausgesetzt, Batterie und so weiter ist in Ordnung. Aber da kommen wir noch drauf. 4,28 Euro, liebe Zuschauer, unter der NC5332 und der 569. Und da können die kalten Temperaturen kommen. Ja. Sowas am besten. Ich wollte schon sagen, im Handschuhfach haben, aber im Handschuhfach bringt es ja nicht so viel. Am besten in die Tasche, in die Jackenmanteltasche einmal reinstecken und immer bereit haben. 4,28 Euro unter der NC5332 und der 569. Ja, liebe Zuschauer, wir haben damit begonnen, das Autoschloss einmal zu enteisen. Oh. So, und jetzt müssen wir natürlich auch die Scheibe einmal vom Eis befreien. Ich habe keine Handschuhe. Ich stehe aber gleich so hier. Ach so, ja, aber wir haben ein ganz tolles Produkt für Sie, da kriegen Sie nicht mal kalte Finger. Ja, genau, so ist das. Und das ist unser Eiskratzer mit der Kupferklinge. Liebe Zuschauer, und das ist Spitzenklasse. So, möchtest du, soll ich? Ich mach's gerne, ja. Das ist lieb von dir. Liebe Zuschauer, wir haben hier einen Eiskratzer mit einer Kupferklinge. Und ich fürchte, Sie werden in den nächsten Wochen und Monaten dieses Geräusch aus Ihrer Nachbarschaft häufiger zu hören bekommen. Allerdings werden Ihre Nachbarn, wenn Sie die obligatorischen Werbegeschenke von der Sparkasse jetzt benutzen oder die CD hüllen, ganz sicher die ganze Scheibe verkratzen. Das merkst du spätestens dann, wenn dir irgendwann mal ein Auto mit Xenon entgegenkommt. Denn dann hast du diese ganzen Kratzer da drauf und das blendet ganz einfach. Die Kupferklinge Kupfer im Allgemeinen ist ein weiches Material und damit verhindern wir ganz einfach, dass hier eine Scheibe verkratzt wird. Das heißt, wir entfernen Eis und Schnee von der Frontscheibe und gleichzeitig sorgen wir dafür, dass die Scheibe heile bleibt und nicht mal einen Kratzer abbekommt. Wir haben auf der anderen Seite zusätzlich noch mal eine kleine Gummilippe, falls Sie auch mal Schnee vom Dach oder was entfernen möchten, ohne dass Sie etwas verkratzen. Dann nehmen Sie bitte die Gummilippe, nicht die Kupferseite. Und das Schöne ist, Sie haben hier noch nicht mal, oder Sie haben es wahrscheinlich bei Vivian gesehen, sie hat das Auto noch nicht mal mit dem Bauch berührt. Wir haben eine schöne Verlängerung, das sind etwas mehr als 30 cm, mit einem schönen soften Griff. Das heißt, ich kann also locker mal hier von meiner Seite aus, ohne auch nur mit dem Auto in Berührung zu kommen, das heißt, die Kleidung bleibt sauber, bis in die Mitte der Scheibe hineinkommt. Und das ist spitzen.
Spitzenklasse, liebe Zuschauer. Gleiches gilt natürlich auch für die Seitenscheiben. Ja? Die müssen auch frei sein, denn grundsätzlich brauchen sie eine gute Rundumsicht. Sonst wird sie der nächste Beamte wahrscheinlich dann doch mal anhalten und mal sagen, hör mal, bist du irre? Du musst also schon ein bisschen was gucken. Gerade im Winter ist das schon etwas komplizierter und etwas gefährlicher. Da braucht man eine vernünftige Rundumsicht. Und damit man sich die Scheiben nicht verkratzt, haben sie hier diese Kupferklinge als weiches Material. Ist Kupfer bekannt. Und so haben sie ganz einfach die Chance, ohne Kratzer, also auch die Scheibe dauerhaft zu erhalten und auch im nächsten Frühjahr noch Freude dran zu haben. So. NC 54,50 und die 569 für den Helfer 3,71 Euro. Der darf auf gar keinen Fall fehlen. Zum einmal die Kupferklinge und dann die Gummilippe, um natürlich auch Schnee einmal von der Karosserie zu entfernen. 3,71 Euro, liebe Zuschauer, für ganz, ganz viel Komfort unter der NC 54,50 und der 569. Wenn Sie aber sagen, das ist mir zu wenig Komfort, ich möchte gar keine Scheiben mehr kratzen, zumindest nicht vorne die Windschutzscheibe, dann sollten Sie bei dem nächsten Produkt aufpassen, denn da haben wir eine Anti-Eisscheibenfolie für Sie. Und das ist Spitzenklasse, liebe Zuschauer. Die habe ich mir selber vor kurzem mal mitgenommen. Ich finde die absolut sensationell, weil ich normalerweise natürlich hier auch draußen auf der Straße stehe. Und wenn ich dann morgens zum Sender fahren muss und die erste Sendung habe, ich bin sowieso immer zu spät. Ja? Mein Chef hört jetzt hoffentlich mal weg. An dieser Stelle jetzt hier, aber wenn ich dann auch noch kratzen muss, dann wird es natürlich dann also nochmal richtig eng. Und eine Live-Sendung ohne Moderator ist echt eine doofe Geschichte. Jetzt haben wir natürlich hier eine riesengroße Folie. Die ist 1,20 x 1,55 aus einem richtig schönen, reißfesten Material. Ja? Also das ist sehr genügsam, natürlich gegen Wind und Wässer. Und ich höre gerade, dass sie momentan vergriffen ist. Wann kommt die zurück? 16.12. 16.12. Also ein paar Tage noch. Können sich gerne auf die Liste setzen lassen, sollten Sie auch tun, weil das ein wirklich heiß begehrter Artikel ist, gerade jetzt in den Wintermonaten. Ich gehe mal eben rum, ja, und dann legt man die Folie ganz einfach mal drauf. Das Schöne ist, liebe Zuschauer, dass Sie hier bei den klassischen Standard-Frontscheiben sogar noch so viel Spiel haben, dass wir hier also locker flockig noch die ganzen Lufteinlässe und natürlich auch die Spritzdüsen und dergleichen vor Eis und Schnee schützen können. Wir sind auf der sicheren Seite, weil wir hier natürlich diese Magnete haben, die sind unter dieser, wo haben wir einen? Moment. Da ist einer hier. Also, ja. Die sind hier unter diesem Kunstleder versteckt, dass man nichts verkratzt. Ja, also die hält also grundsätzlich auch bei etwas stärkerer Windbelastung. Und damit vielleicht auch keiner auf die Idee kommt und sagt, ich lege ihm noch eine zweite Folie auf die Scheibe drauf, komm mit, du frierst sozusagen, machen Sie einfach Folgendes. Hier sind an der Seite noch so kleine Öhrchen dran. Jetzt machen Sie bitte einfach kurz die Seitentür auf und wieder zu. Ja, und dann haben Sie Ruhe. Moment, wenn man das langsamer macht, zack, so. Und wie schnell das jetzt ging, ne? Zack, so. Wahnsinn! Ja. Auto perfekt geschützt. Ich kann morgens aufstehen und weiß, ich brauche die Fingerchen nicht zu erwärmen, weil meine Windschutzscheibe frei von Eis ist. Ihre Bestellnummer, die NC5199 und die 569. Bitte schnell in die Leitung gehen. Die nächste Auslieferung erfolgt ab dem 16.12. Und deshalb hier einmal bitte direkt hier die Bestelllistenplätze sichern. 9,41 Euro, Ihr fantastischer TV-Sonderpreis. Und ich glaube, hier hat diese Folie wirklich jeder. Natürlich Eiskratzen am Morgen. Muss nicht sein unbedingt, wenn man sagt, das erspare ich mir lieber. Dann ist so richtig. Eine Folie einfach Gold wert. Die verrutscht nicht, die verzuppelt nicht. Mhm. Die kann auch Langfingern nichts antun, beziehungsweise andersrum. Langfinger genau werden die nicht mitnehmen können. Ihr Fahrzeug ist perfekt geschützt für 9,41 Euro unter der NC 51,99 und der 569, der NC 51,99 und der 569. Der Knaller ist bei dieser Größe. Kannst du also ohne weiteres auch mal einen Transporter, mal einen Van oder mal einen SUV oder was von der Frontscheibe kommen. Komplett abdecken, dass du am nächsten Morgen noch die Folie runternimmst, die packst du wieder zurück in die Schutzhülle und dann hast du auch keine Feuchtigkeit im Auto, wenn du direkt losfahren musst. Und vor allen Dingen trocknet die sehr schnell wieder und man wird viele Jahre Freude dran haben. Man verkratzt nichts und ist ganz einfach auf der sicheren Seite, dass die Scheibe eben eisfrei ist und das auch dann, wenn es mal ein bisschen stürmisch war in der Nacht. So. Denn die hält ganz einfach zuverlässig. So. Jetzt kommen wir mal zu den Wischblättern. Ja, auch die verschmieren ja gut und gerne mal und sie sollen natürlich streifenfreie Fenster haben und natürlich auch glasklare Sicht. Und deshalb ist das nächste Produkt ein ganz kleiner Helfer, ein 3-in-1 Riefendoktor. So, und jetzt guck mal hier. 3-in-1 bedeutet, auf der einen Seite haben Sie so leichte Kunststoffnopsel drauf. Damit können Sie Eis und Schnee natürlich auch von den Wischblättern befreien. Und bedenken Sie bitte, nicht nur Ihre Reifen bestehen aus Gummi und sind natürlich dem Abrieb preisgegeben. Die sind nicht für die Ewigkeit gemacht, das sind Verschleißgegenstände. Auch die Scheibenwischer sind aus Gummi. Zweite Seite ist ein feinkörniges Schleifpapier, mit dem Sie ältere Scheibenwischer ganz einfach fast wieder wie neu hinbekommen. Ich habe das nicht für möglich gehalten. Ich habe es ausprobiert. Einmal vor, einmal zurück und der
Scheibenwischer hat nicht mehr geknarzt, keine Schlieren mehr gebildet und gar nichts. Und dieser kleine Stecker natürlich, um die Spritzdüsen wieder frei zu bekommen. Denn wenn die einmal zugefroren sind, nützt ihnen der beste Frostschutz im Spritzwasser nichts. Dann kommt einfach nichts mehr durch die Leitung durch. Haben wir jetzt ein Paradebeispiel hier. Schauen Sie mal. Wir haben jetzt eben ein bisschen was frei gemacht. Und jetzt haben wir diesen ganzen Schnee und diesen ganzen Mist hier auf diesem Scheibenwischer. Jetzt gehe ich hin und setze den ganz einfach an. Ich hoffe, Sie können das erkennen. Und kann jetzt hier schon mal die groben Eis- und Schneeelemente ganz einfach vom Wischerblatt wegnehmen. Den muss ich nicht runternehmen und gar nichts. Da gehe ich einmal vor und einmal zurück. Und jetzt schnappe ich mir die zweite Seite, wenn ich merke, dass ich dieses auf der Scheibe habe, ja, und natürlich auch hier ganz ungemütliche Schlierenbildung habe. Jetzt gehe ich drüber und ziehe etwas softer, ganz einfach mit diesem feinkörnigen Schleifpapier in dieser Kante, perfekt gemacht, wirklich, allein vom Gefühl her, einmal über den Scheibenwischer drüber, einmal wieder zurück und jetzt hat sich das Ganze erledigt. Haben Sie noch im Kopf, wie der vorher aussah? Ja, komplett wie auf der anderen Seite, eingeschneit, zugefroren. Jetzt ist er wieder sauber, jetzt funktioniert er wieder. Und vor allen Dingen sparen Sie sich so die Neuanschaffung von Scheibenwischern. Denn die Kosten für so einen Kleinwagen um die 20, 25 Euro liegen auch ganz gerne mal bei 60, 70 Euro für ein etwas größeres Modell. Ja? 4,66 Euro. Und hier kann man wirklich drei in einem machen. Zum einen haben Sie natürlich hier einmal dieses Loch und dann dementsprechend einmal hier die Löcher wieder frei zu machen für das Spritzwasser. Dann haben Sie natürlich auch einmal die Möglichkeit, Ihre Wischblätter wieder richtig, richtig toll von den Riefen zu entfernen. Und Ihre Bestellnummer, das ist die PX7683 und die 569, die PX7683 und die 569. Ja, sichern Sie sich den fantastischen TV-Sonderpreis. Der Winter, der kann doch wirklich kommen. Jetzt allein schon mit diesen tollen Produkten, die wir Ihnen bis hierher einmal vorstellen durften. Da kann man wirklich sagen, der Winter, der kann mir und meinem Auto und meiner guten Laune am Morgen absolut gar nichts. Ja. Das nächste Produkt, das auf Sie wartet, das ist auch übrigens brandneu. Und für all die Frostbeulchen unter uns, ich bin ja auch so eine Frostbeule, mir ist ja immer kalt, da muss es vielleicht auch eine Zusatzheizung im Auto sein, damit es morgens ich hab's Gebläse an, liebe Vivian, deswegen kann ich gerade nicht hören, was du sagst. Aber ich dachte mir, ich mach mal Folgendes. Ich puste dir ganz einfach mal hier deine Heckscheibe bzw. deine Rückspiegel frei. Lass mal gucken. Ja, so passt es. So, und das mache ich ganz einfach mit unserer kleinen mobilen Zusatzheizung, liebe Zuschauer. Wenn ich möchte, habe ich sogar eine zusätzliche Lichtquelle im Fahrzeug. Morgens, wenn man losfahren möchte, ist es vielleicht ein bisschen dunkel. Das Schöne ist, ja, dass wir hier ganz einfach einen Griff dran haben. Und an diesem Griff finden wir die Steuerungseinheit, wo wir ganz einfach auf Heat oder eben auf Föhnen stellen können. Und entweder stelle ich mir das, Sie sehen, rot bedeutet immer, es wird warm. Entweder stelle ich mir das so über den Standfuß mit diesem tollen Kugelgelenk, wo man wirklich jeden Winkel einstellen kann, vorne aufs Armaturenbrett und sorge dafür, dass die Scheibe quasi von innen beheizt wird, dass Eis und Schnee verschwinden. Oder aber ich nutze das lange Kabel eiskalt aus, dreist wie ich bin, und föhne mir hiermit sozusagen ganz einfach meine Rückspiegel frei. Nicht jedes Auto hat eine Rückspiegelheizung. Ja, über die etwas größeren, die obere Mittelklasse, da geht das los. Die haben diese Möglichkeiten. Aber wenn Sie die Möglichkeiten nicht haben, müssen Sie diese kleinen Spiegel dann also auch noch mit entsprechenden Kratzern oder was frei bekommen. Das ist ein Riesenaufwand. Danach hat man die Finger wieder quer und Sie sehen hier schon, das Eis taut hervorragend an. Ist das nicht irre? Das ist ein ganz, ganz tolles Produkt. Aber ich würde es mir auch ins Auto legen, um mich vielleicht noch zusätzlich ein bisschen zu wärmen. Kannst auch zu dir drehen, wenn du möchtest. Genau, Sie sehen, Sie haben ganz viele Möglichkeiten. Sie können natürlich einmal diese Zusatzheizung direkt auf Sie richten, um einfach ein schön warmes Auto bereits bei Beginn der Fahrt zu haben. Zum anderen können Sie selbstverständlich auch hier zum Beispiel weitere Spiegel wunderbar einmal vom Eis entfernen. Achtung! Achtung! So, und das in Windeseile. Komm, die andere Seite machen wir auch noch, dann ist der Rückspiegel auch wieder frei. Kannst du jetzt hier mit der Kupferklinge super mal die Seitenscheiben ganz einfach frei machen, damit du gute Sicht auch nach rechts, nach links und nach hinten hast. Und hier dann ganz einfach auch mal eben schnell die Rückspiegel sauber machen. Kommst du mal gerade mit dem Läppchen? Ja. Mal hier, müsste passen. Zack, fertig. So, und den Rest machen wir im Auto. Den stellen wir jetzt ganz einfach drauf. Wird ganz locker flockig. Einfach nur an den 12-Volt-Zigarettenanzünder angesteckt.
Und dann kannst du das hier draufstellen und hast eine Zusatzheizung. Ganz egal, wo du es einsetzen möchtest, das Kabel ist lang genug, auch mal für die etwas größeren Fahrzeuge. Und so hat man immer mal eine tolle Chance, die Frontscheibe ganz einfach deutlich schneller frei zu bekommen als mit dem normalen Gebläse. Denn bis das Auto auf Temperatur ist, dauert das eine Weile. Und Sie wissen, Sie dürfen das Auto nicht mal eben eine halbe Stunde stehen lassen bei laufendem Motor. Irgendwann schimpfen die Nachbarn, irgendwann kommt mal die Polizei und fragt Sie nach dem Verstand und drückt Ihnen eine Ovi auf. Das muss nicht unbedingt sein. Das ist eine perfekte Zusatzheizung. Damit wird die Frontscheibe noch schneller frei als vorher. Absolut fantastisches Produkt, um hier einfach mal die Zusatzheizung oder den Föhn ins Auto zu bringen. Ja. Die NC5600 und die 569, Ihre Bestellnummer, die NC5600 und die 569. Also ein tolles Produkt, was man vielseitig einsetzen kann. Und ich glaube, eine Zusatzheizung ist immer was ganz Fantastisches für das Auto, um zum Beispiel natürlich eben schnell die Spiegel oder die Scheiben zu enteisen, um die Extraportion Wärme nach Hause zu bringen. Geht schon los hier, guck. Ins Auto, jo, zack. Und natürlich auch, um hier einmal von innen Ihre Windschutzscheibe wunderbar zu erwärmen. Die NC5600 und die 569, liebe Zuschauer, ein fantastischer Sonderpreis. Bitte schlagen Sie hier zu, die 0180 51 51 und dreimal die 2, Ihre Rufnummer. Ich bin total geflasht. Ja, hast du das gesehen? Ja, also zusätzlich zu dem normalen Gebläse ist es tatsächlich so, dass hier also auch schon Eis und Schnee von innen angetaut werden. Und das ist natürlich Spitzenklasse. So hast du mal so eine Scheibe wesentlich schneller frei, auch hier oben in den Ecken drin, wo du mitunter also auch schon mal eine Sichtbehinderung feststellen musst. Guck mal hier, zack. Ups. Und die Scheibenwischer quietschen auch. Entschuldigung, hätte ich mir fast einen Scheibenwischer hier vor die Kamera geknallt. Wow, also super, ein ganz tolles Produkt. Ja, und der Scheibenwischer, guck mal hier, also ich sehe keine Schliere, ich habe kein Knarzen gehört und gar nichts. Das ist mal eine klare Scheibe hier. Das ist der Durchblick, den ich im Winter brauche. Jetzt kann mir auch einer mit den Xenon-Scheinwerfern entgegenkommen. Das macht mir gar nichts mehr, denn ich werde nicht mehr geblendet an dieser Stelle. Was bei fast jedem zweiten Auto an anderer Stelle immer der Fall ist. Ein brandneues Produkt, die Zusatzheizung für Ihr Fahrzeug. Da kann man morgens doch wirklich entspannt zum Auto hingehen, weil man weiß, zum einen kann man die Händchen wärmen, man kann natürlich auch von innen die Windschutzscheibe einmal wunderbar erhitzen bzw. erwärmen. Und natürlich auch die Spiegel, die können hier super mit dem Föhn einmal wieder frei gemacht werden bzw. enteist werden. Ja, ist einfach ein toller Artikel, aber alleine mit dem Griff an der Seite finde ich schon irre. Du kannst das Gelenk unten gerne abmachen, das kannst du gerne im Auto belassen und dann natürlich hier mal sehr, sehr schnell, wir haben es gerade gesehen, innerhalb von 20, 30 Sekunden, mal eben auch mal so einen Rückspiegel wieder von Eis und Schnee befreien, da hast du schon Schwierigkeiten, da jetzt in die Ecken reinzukommen, ohne dass du da irgendwas verkratzt. Im schlimmsten Fall bleibst du noch am Lack irgendwo hängen, hast du eine Katsche drin, da ärgerst du dich ewig drüber. Damit kriegst du das ganz einfach angetaut, mit dem Lappen kurz wegwischen, dann ist gut. Ein Helfer, der gerade in diesem eiskalten Winter wirklich in jedem Auto zu finden sein sollte. Die NC5600 und die 569 für die elektrische Zusatzheizung mit der Kugelkopfhalterung. Liebe Zuschauer, Sie sehen fantastische Produkte, die wir hier für Sie bereit haben, um Sie und Ihr Auto wind- und wetterfest zu machen. Die Minustemperaturen, die können jetzt einem gar nichts mehr mit der Zusatzheizung, mit dem 3-in-1 Riefendoktor, dem Autoschloss Enteisen und natürlich auch der Anti-Eisscheibenfolie. Aber wenn man dann einmal im Auto sitzt und dann zum Beispiel die Zündung einmal starten möchte bzw. losfahren will, ja, dann kann auch ab und zu mal passieren, dass vielleicht das Fahrzeug dann doch nicht angeht. Da muss ich theoretisch überbrücken, oder Carsten? Ja, genau so ist das. Das ist so der übliche Fall, liebe Zuschauer. Denn normalerweise ist es ganz einfach so, dass so eine Autobatterie natürlich in den Wintermonaten, ähnlich wie ein Handyakku auch, ganz einfach leidet unter den kalten Temperaturen. Und wenn man jetzt ein Auto auch vielleicht mal 2, 3 Tage stehen lässt, kann es eben schon mal passieren, dass so eine Batterie komplett runtergeht. Ich gebe dir mal das Modell Nummer 2. Wir haben zwei Stück davon hier stehen. Das Schöne ist, dass wir unsere Powerbank jetzt hier nicht nur zum Überbrücken von Kfz-Starter, damit machen wir. Achso, Entschuldigung, bin ich vorgeprescht? Dann nehmen wir die noch mal kurz ein Stück weit da hinten raus und fangen mit dem Starter-Kit an. Ja, okay. So, das Doofe ist, liebe Vivian, wenn ich dir jetzt sage, mach doch mal bitte die Motorhaube auf. Ich muss hier die Batterie überbrücken. Dann musst du jetzt noch ein zweites Fahrzeug finden. Das ist schnell passiert. Aber wir hatten Überbrückungskabel. Richtig, wir hatten Überbrückungskabel. Also die Motorhaube, die kriege ich dann doch noch auf. Aber wie gesagt, wer hat das Überbrückungskabel und vor allem, wer hat kurz Zeit, mir zu helfen? Ihr liebe Zuschauer, hier haben Sie wirklich die Variante, die komplett ohne Technik
technisches Know-how möglich ist. Mit einem Starter-Kit hier über den 12-Volt-Zigarettenanzünder können Sie dann einmal Ihr Auto quasi wieder starten. Hier schauen Sie mal hier. Alles, was Sie machen müssen, ist, Sie brauchen ein zweites Fahrzeug, was Ihnen beim Überbrücken hilft. Am besten ein Fahrzeug ungefähr der gleichen Klasse. Also wenn Sie jetzt ein Fiat Cinquecento mit einem Ferrari überbrücken wollen, dann wünsche ich Ihnen viel Glück. Aber ich sage mal, ein Kleinwagen zu einem Kleinwagen ist kein Thema und es wird garantiert jemand hilfsbereit sein. Aber wie kriege ich die Motorhaube auf? Wie packe ich das dran? Er ist Pluspol, er ist rot, er ist schwarz, wie auch immer. Brauchen Sie hier nicht. Hier nehmen Sie ganz einfach, und es steht sogar drauf, den Zigarettenanzünder für das Fahrzeug mit der leergelaufenen Batterie, in dem Fall Dead Battery, also der toten Batterie. Und das Gegenstück, das kommt ganz einfach in das Fahrzeug hinein, was Ihnen beim Überbrücken hilft, also das Fahrzeug mit der intakten Batterie. Deswegen steht Good Battery drauf. Das heißt, wir nehmen jetzt ganz einfach mal das eine Ende. Da darf ich dich bitten, mal kurz die Heizung rauszunehmen und ganz einfach in den 12-Volt-Zigarettenanzünder zu stecken. Und ich gehe jetzt mal mit unserem 4 Meter langen Kabel so weit, wie ich komme. Ja. Sehen Sie mich überhaupt noch? Wenn ich noch weiter gehe, stehe ich in Heitersheim. Das stimmt wohl. Also ein wahnsinnig langes Kabel. So, und jetzt kann hier das nächste Auto stehen. Häufig ist es auch so, dass Sie in der Tiefgarage mit der Nase nach vorne geparkt sind. Wie wollen Sie denn da mit so einem kurzen Überbrückungskabel, 1,20 Meter, 1,50 Meter, denn überhaupt da dran kommen? Das ist ja fast ausgeschlossen. Wenn Sie mal ein SUV oder mal einen etwas größeren Wagen überbrücken möchten, da braucht man auch einen ordentlichen Platz. Und Schnauze an Schnauze kann man die Autos nicht unbedingt immer hinstellen. Hier haben Sie 4 Meter Platz. Das heißt, Sie können locker mal von einem Fahrzeug zum anderen überbrücken. Und das ganz komfortabel, indem Sie im Fahrzeug sitzen. Bleiben. Die Klamotten bleiben sauber, Sie haben die Finger trocken und vor allen Dingen auch schön warm. Und Sie sollten ungefähr 10-15 Minuten Geduld haben. Dann ist Ihre Autobatterie, also die leere Batterie, wieder mit so viel Energie versorgt, dass man starten kann. Alles Weitere lädt sich dann wieder auf über die Lichtmaschine. Das bedeutet, Sie fahren die ganz normalen Kilometer und darüber lädt sich die Batterie dann automatisch wieder auf. Ich würde das nicht unterschätzen, liebe Zuschauer, denn häufig ist es so, dass eine etwas in die Jahre gekommene Autobatterie gerne mal etwas schneller leer läuft. Und deswegen haben wir auch die Batterietester jetzt hier, dass sie vielleicht mal so eine Art Langzeitbeobachtung machen. Gewöhnen sich das an, immer beim Tanken mal ganz kurz gucken, wie ist die Batterie, ja, oder wie, welcher Ladezustand oder in welchem Ladezustand ist die Batterie, und dann kann man so einen Fall ganz einfach vermeiden. Aber wenn er eintritt, müssen Sie hier noch nicht mal mehr die Motorhaube aufmachen und können ganz einfach von Zigarettenanzünder zu Zigarettenanzünder überbrücken. Toll, oder? Richtig, ganz sauber und bequem, und ich bin mir sicher, dass man mit der Variante ganz, ganz viele Helfer findet, die sagen, Absolut. Klar, das andere Ende, das stecke ich mal schnell in meinen Zigarettenanzünder. Ja. 9,41 €, eine super Preis für ein Produkt, was richtig, richtig die Laune heben kann, beziehungsweise was im Notfall wirklich richtig helfend ist. Ja. NX3004 und die 569, Ihre Bestellnummer. Bitte hier schnell in die Leitung gehen. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Produkt, wo der liebe Carsten eben gar nicht abwarten konnte, bis es endlich da ist. Wir haben hier eine 5-in-1 Notebook Powerbank mit Kfz-Starthilfefunktion. Ja, klingt ein bisschen seltsam, wenn man das so hört, so Notebook Powerbank. Was hat das in einer Autoshow zu tun? Nun, das ist eine 5-in-1 Lösung, liebe Zuschauer. Und wir gucken gerne mal in dieses praktische Transportköfferchen rein, einfach die Nasen auf. Und dann haben wir jetzt hier den kompletten Inhalt. Die eigentliche Powerbank, liebe Zuschauer, das ist diese hier. Das ist Ihre Steuereinheit, das ist Ihre Zentraleinheit mit der Energiereserve. Die jetzt eben aufladen, liebe Zuschauer, und dann ganz einfach von dieser Powerbank aus entweder Ihre mobilen Geräte, Ihr Smartphone, Ihr Navi, Ihre Dashcam oder vielleicht auch ganz einfach mal andere elektronische Geräte, die per USB mit Strom zu versorgen sind, wo Sie den Akku aufladen möchten, hier entsprechend anschließen. Da haben wir sogar einen Adapter, glaube ich, Schmitz, dabei mit den entsprechenden Lösungen. Müsstest du in deinem drin haben. Ja? So, das wäre Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 sind die LED-Beleuchtungsmittel hier. Das heißt, im Notfall haben Sie entweder mal eine zuverlässige weiße Beleuchtung, um ganz einfach mal ein bisschen was auszuleuchten, wenn man mal gucken möchte, was ist passiert. Es hat hinten links geknallt. Was hat da geknallt? Was ist da überhaupt kaputt gegangen? Da reicht der Schein eines Handys in der Regel nicht wirklich aus. Dann haben wir natürlich noch den weiteren Fall, dass gelegentlich auch mal Laptops ganz einfach leer laufen. Und wenn du jetzt hier mal überbrücken möchtest, wenn du da ganz einfach mal was brauchst, hast du auch da die passenden Aufsätze mit dabei. Wer hat das denn aufgeräumt hier? So, Moment. So. Mal hier.
ganz, hier. Ganz viele Möglichkeiten, wie Sie gerade sehen. Also Sag. Einmal das Notebook aufladen oder zu einem fantastischen Preis. Also Carsten, das ist ein Produkt, welches in jedem Kofferraum auf jeden Fall nicht fehlen darf. Für den Preis ist das eine absolute Sensation. Jetzt wissen Sie natürlich, wenn Sie einen Laptop haben, dass Sie mal mit 12 Volt, mal mit 16 Volt, mal mit 19 Volt laden müssen. Können Sie alles entsprechend einstellen und damit Sie auch immer den passenden Adapter zur Hand haben, für alle Dells, Acers, HPs oder Lenovos dieser Welt, ist ein schöner 8er Adapterstecker mit dabei. Ganz einfach den passenden raussuchen und überbrücken. Jetzt kommen wir nochmal zum Thema Überbrücken der Kfz-Batterie. Und das kannst du auf zwei verschiedene Arten tun. Das kannst du entweder hier über den Anschluss ganz einfach über den Zigarettenanzünder tun. Wäre hier ohne weiteres möglich. Ja. Oder aber, wenn du es dir zutraust, ist eigentlich keine Wissenschaft, es steht sogar drauf mit Plus und Minus, ganz einfach über die entsprechenden Krokodilsklemmen. Da haben wir hier den Anschluss an der Seite und die entsprechenden Stecker mit dabei. So, Augenblick. So. Das ist alles so rutschig hier, wenn er so eingefroren ist. So. Also ich brauche auch kein zweites Fahrzeug mehr. Ich kann einmal über die Powerbank mein Fahrzeug starten und das entweder mit den Krokodilsklemmen oder direkt über den Zigarettenanzünder. Das entscheiden Sie. Eine Powerbank für alle Fälle. Wow. Ja. Also grundsätzlich geht es natürlich mit den Krokodilsklemmen in der Regel ein bisschen schneller, hast ein paar Minuten Zeit gespart. Wenn du es über den 12-Volt-Stecker machen möchtest, ist es auch möglich. Da musst du ungefähr 10, 15 Minuten Zeit einplanen. Kannst die Batterie wieder starten und dann geht die Reise weiter. Und wenn du dann auf der folgenden Fahrt dein Smartphone, dein Tablet, dein Laptop oder was aufladen möchtest, hast du immer die passenden Adapterstecker mit dabei. Und das in diesem praktischen Transportkoffer halte ich für eine ganz, ganz tolle Idee. Absolut, ich sage es ja, darf eigentlich in keinem Fahrzeug fehlen, weil man hier immer absolut gewappnet ist. Also ganz egal, wo Sie stehen, Sie brauchen hier auch keine fremden Menschen anzusprechen und zu fragen, können Sie mir vielleicht mal Starthilfe geben? Nein, Sie haben Ihr Notfallköfferchen direkt immer in Ihrem Fahrzeug, wo Sie dann einmal die Fahrzeugbatterie natürlich über die Krokodilsklemme oder über den 12-Volt-Stecker einmal laden können. Dann können Sie weiterfahren, aber Sie haben selbstverständlich auch die Möglichkeit, Ihr Smartphone darüber zu laden oder Ihr Notebook. Die Bestellnummer, die PX8830 und die 569 für eine fantastische Notebook-Powerbank mit Kfz-Starthilfe und zweimal USB-Anschlüssen. Ein Helferlein, ein Koffer, das absolute Wunder vollbringt. Und ich finde, wir haben ganz, ganz tolle Produkte bereits bis hierhin gehabt. Definitiv. Ne? Ganz tolle Produkte, die einem helfen, gerade in der kalten Jahreszeit, wirklich das Fahrzeug wind- und wetterfest zu machen, sich vielleicht morgens auch die schlechte Laune einfach zu ersparen. Liebe Zuschauer, für Ihre Notebook-Powerbank mit Kfz-Starthilfe einmal die Bestellnummer, die PX8830 und die 569. So, kalt, und wenn die Büchse dann wieder läuft, dann kommen Sie auch mal wieder ins Warme hinein. Dann hören die Kinder auch auf zu quengeln, der Gatte kommt zu seinem Termin. Und Sie kommen auch noch pünktlich zur Freundin, wenn die Kinder in der Schule ist das sind. Schlimmste, oder ne? Wohin auch der immer Zeitdruck. Sie fahren möchten. Das ist eben einfach so. Und gerade dieser Zeitdruck, gerade morgens, man hat sowieso keine Zeit. Man hat vielleicht noch die Einfahrt freischaufeln müssen. Da haben wir die tollen Schneefräsen für Sie im Programm. Elektrisch oder sogar benzinbetrieben. Auch die kleinen Varianten mit einer 26er, 28er Räumbreite. Mal für die Treppenstufen zum Beispiel. Ja, wenn Sie da fällig sind und da ganz einfach dafür sorgen müssen, dass hier keiner auf die Nase fällt, sind wir da ganz, ganz weit vorne mit dabei. Absoluten Spitzenpreisen. Aber gerade hier im Automobilbereich, gerade im Straßenverkehr, sollten Sie den Winter bitte nicht unterschätzen. Der Winter ist wunderschön, der Winter ist eine fantastische Jahreszeit, auch wenn es kalt ist, ja, packt man sich ein bisschen Decke ein. Aber gerade im Straßenverkehr muss man so das ein oder andere beachten. Wenn man das tut, ist eigentlich alles in Ordnung, da kommt man auch unfallfrei und geradlinig durch den Winter durch und freut sich dann irgendwann wieder aufs Frühjahr. Hm? Richtig, liebe Zuschauer, es soll doch schnell gehen morgens. Es ist so kalt draußen, da möchte man ruckizucki ins Auto, dann schnell zur Arbeit oder zum nächsten Termin. Ja. Und da möchte man sich nicht rumärgern oder kalte Finger haben. Tolle Produkte, die wir hier hatten, wie den Autoschlossenteiser, dann den Eiskratzer mit der Kupferklinge, eine Anti-Eisscheibenfolie, wo Sie nicht mal mehr Eis kratzen müssen, dann den 3-in-1, den Riefendoktor, die elektrische Zusatzheizung mit der Kugelkopfhalterung, das Kfz-Starter-Kit, wo Sie einmal über die Zigarettenanzünder dann einmal die leere Batterie mit der vollen des zweiten Fahrzeugs wieder aufladen können. Und wenn Sie sagen, zweites Fahrzeug braucht ich nicht. Ich möchte das alles komplett alleine handeln und managen können. Ja, dann ist das letzte Produkt genau das Richtige für Sie. Die PX8830 und die 569 für die Powerbank, die nicht nur Notebooks auflädt, sondern auch Ihre Batterie. Zum einen über die Krokodilsklemmen oder wenn Sie sagen, über den Zigarettenanzünder geht das natürlich auch. Ihr Smartphone wird geladen, Ihr Notebook, alles drum und dran zu absoluten TV-Sonderpreisen. Da macht das morgendliche Aufstehen wieder Spaß, das Einsteigen ins Auto und vor allem kann der Winter und die kalten Temperaturen
Die können kommen, die machen uns nämlich gar nichts mit diesen tollen Produkten. Hier sind sie, wind- und wetterfest, ihr Fahrzeug auch. Los geht's, viel Spaß, gute Fahrt.